Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jowcraft. Es geht endlich los mit Minecart. In welcher Episode befinden wir uns hier? Weiß ich nicht, ich habe aufgehört zu zählen. Wir haben uns in den letzten Episoden reinstudiert in die Materie, in unser wunderschönes neues Minecraft 1.13. Die ganzen neuen Commands und so. Und ja, es ist ja eine ganze Menge möglich mit den neuen Commands. Ich möchte jetzt endlich beginnen und wir fangen an. Das Ganze war ja noch eine Testwelt und wir machen jetzt tatsächlich die Welt auf, in der wird das Ganze gebaut. Minecart heißt das Game. Machen wir zwei Begriffe. Minecart. So. Super Flat World with Redstone Ready. Und wir möchten gerne 52 mal Sandstone. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich möchte die relativ weit unten haben, die Technik. 7. Warum? Ganz einfach, weil ihr ja Platz haben müsst, um da eure Welten reinzubauen. Die werden dann in der ganzen Welt verteilt. Das heißt, es gibt einen Spawn-Chunk. In dem Spawn-Chunk werden dann die Dingenskirchen gebaut hier, die Commands und so ein Kram wird da reingekommen und die Spawn-Lobby und so ein Krimskrams, das kommt alles in Spawn-Chunk und die Strecken werden dann über die gesamte Welt verteilt und zwar nicht eng aneinander, sondern weit auseinander. Das heißt, die eine ist dann bei den Koordinaten 1000, 1000, 1000, die andere ist bei den Koordinaten 0, 1000, 0, nee, das macht keinen Sinn, 1000, 0, nee, 1000, 1000, 0 und so, keine Ahnung. 1000, 1000 ist ja auf der Y-Achse Bullshit in Minecraft. Egal. So, ihr habt's verstanden, ne? Seed. Ich gebe keinen Seed der Welt. Allow Cheats on, generate structures off. Bonus Chest off. Allow Cheats on, done. Und wir erstellen die Welt. Juhu. Welt wird erstellt. Was, ich frage mich immer noch, wie das mit dem Backup gelöst ist. Ob das automatisch Backup Minecraft oder nicht oder keine Ahnung. Wir müssen jetzt Spawn-Chunks herausfinden. Das heißt, das Erste, was wir tun, ist uns einmal ganz kurz die Koordinaten hier aufzuschreiben, bei denen wir gelandet sind. Ja, natürlich, es sind irgendwelche unschöne Koordinaten, aber nichts anderes hätte ich erwartet. Wir müssen jetzt einmal herausfinden, in welchem Bereich wir Sachen in Minecraft entstehen sollen, die funktionieren. Bin natürlich jetzt gespannt. Band. Minus 1, 1, 1, 0. So, die Koordinaten habe ich mir aufgeschrieben. Wunderbar. Jetzt gilt es, die Spawn-Chunks herauszufinden. Das heißt, wir drücken einmal F3 und G und erhalten die Ansicht. Und da sind schon so Creatures, die wollen wir nicht gespawnt haben. Deshalb machen wir mal kurz die Welt auf Peaceful. Aber ich lock die Welt nicht auf Peaceful. Es könnte nämlich sein, dass wir die Dinger doch brauchen. Oder pass auf, wir machen einfach Game Rule. Do Mob Spawning True. Ganz ehrlich, finde ich das ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, dass das alles schon im Chat angezeigt wird in der neuen Minecraft-Version. Finde ich eigentlich ganz gut. So, dann können wir es nämlich jetzt erstmal auf Normal lassen. Wird ja die Welt hier drauf sperren. So, pass auf. Was wir jetzt machen werden, wir werden gar nicht mal so viel Platz benötigen im Spawn-Chunk, weil wir auch noch irgendwelche Sachen bauen wollen. Deshalb gehe ich mal kurz, also in dem Chunk bin ich gelandet, ne? Wenn ich in diesem Chunk gelandet bin, ich weiß nicht, ob man genau mittig landet, eigentlich schon, ne? Eigentlich müsste man schon mittig landen. Also hier bin ich gestartet in der Welt, okay. So, das heißt, wir können auf jeden Fall den Block und, warum werden die doch gespawnt? Ich habe doch gerade Game Rule, ach, vergiss es. So, also, ein zur Seite und noch ein zur Seite und noch ein zur Seite. Und dann markiere ich mal das als die eine, als eine Ende. Als das eine Ende. Und dann gehen wir jetzt mal wieder rein und dann so 1, 2, 3, flup. 1, 2, 3, flup. Ja. Ja. Dann gucken wir mal, markieren wir das hier auch mal. Und jetzt müssen wir überprüfen, ob das tatsächlich Spawn-Chunk-basiert ist. Das geht mit Redstone. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass der Redstone nicht von dem einen Chunk zum anderen läuft, sondern dass der innerhalb dieses Chunks bleibt. Das heißt, wir müssen eine relativ einfache Apparatur bauen, die macht nichts anderes als so. Und wir brauchen noch einen Command-Block und wir brauchen noch einen Verstärker und wir brauchen, wie gesagt, einen Command-Block. Hier wird der Jowcraft Command. Command-Block. Okay, wunderbar, ist der Command-Block. Ziegeli, zack, zuck. Und say MK1. Spammt uns nur den Chat voll. Und dann brauchen wir nochmals so was hier, bauen die gleiche Geschichte hier hin. Und so überprüft man, ob wir uns einen Spawn-Chunk finden oder nicht. Und hier schreiben wir dann say MK2 hin. Und um jetzt eine Fehlerquelle auszuschließen, gehen wir jetzt mal ein bisschen in diese Richtung und machen hier nochmal so einen Trichter hin. Und den nennen wir, und der muss jetzt sagen, say fail. So. Und damit wir das Ding jetzt gleich noch wiederfinden, falls wir herumirren, bedienen wir uns mit den Minecraft Beacons. Bacon. Ich habe gerade Hunger auf Bacon. So, Bacon ist manchmal lecker. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir stellen unsere Sichtweite in Minecraft auf möglichst gering und verschwinden hier. Und rennen weg. Und wir sehen,
Wunderbar. MK1 und MK2 laufen, Fail läuft nicht mehr. Ihr seht es im Chat, Fail läuft nicht mehr. So, warum läuft Fail nicht mehr? Weil Fail ja nicht mehr zum Spawn-Chunk dazugehört. So, und wenn ich mich jetzt einmal kurz kille. Kill. So, nein. Geht nicht mehr. Da, wenn ich mich jetzt kill, dann seht ihr, kommt Fail wieder, weil Fail irgendwo da hinten geladen wird. Genau, da hinten wurde Fail geladen und ihr seht, Fail steht wie am Chat. Das heißt, wir haben überprüft, dass das die Spawn-Chunks sind. Und damit wissen wir jetzt nun, wo wir Command-Blöcke bauen dürfen und wo wir keine Command-Blöcke mehr bauen dürfen. Das heißt, wo funktionieren sie? In diesem Abschnitt funktionieren sie, in dem anderen Abschnitt funktionieren sie nicht mehr. Diese Fläche würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal kurz markieren, damit ich Bescheid weiß. Und dann können wir mit dem wahrhaftigen Bauen beginnen. So, irgendwie fühlt sich gerade die Steuerung ein bisschen anders an. Habe ich irgendwas gemacht? So, also, dann markieren wir die Fläche mal. Und zwar einmal von hier, Fill, Woody, Woody. Ach, das ist cool, dass das jetzt auf einmal eingefügt wird. Dankeschön. Das ist gut. Das ist neu. Danke. Das ist gut. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Von da bis da. Mit. Moment. Doch, das passt, ne? Mit Stone. Stone. Juhu. Gut, und die Fläche wurde markiert. Also gut, dann können wir jetzt das ausschalten. Und wissen nun, wo wir was bauen können. Wir können natürlich noch ein Lobby und so ein Kram können wir daneben bauen. Das ist jetzt nur die Technikfläche. Wir brauchen gar nicht mal so viel Technik. So, und das, ja, jetzt geht's los, ne? Wie fangen wir an? Also, der Spieler muss ja gespawnt werden, so ein Krams. Also, der Spieler muss dann teleportiert werden, wenn er das erste Mal die Welt betritt. Das sind Techniken, die sind anders. Also, wir brauchen verschiedene Systeme. Wir brauchen zum Beispiel eine Game Engine, auf der alles aufbaut. Das ist das Erste, was wir machen. Und dazu müssen wir ein Datenpaket erstellen. Das haben wir uns jetzt auch angeguckt. Das können wir ja auch endlich. Das heißt, wir gehen jetzt in den Ordner Saves, gehen jetzt in den Ordner Minecart und erstellen nun hier. Guck, den Ordner Functions gibt es gar nicht mehr, oder? Nee, den gibt es nicht mehr. Der wurde entfernt. Ha, witzig. Aber es gibt den Ordner Datapacks. Gut. Hier erstellen wir das Ordner Minecart. Da erstellen wir den Ordner Data. Dann erstellen wir eine Datei, die wir nennen pack.mcmeter, war das, glaube ich. Und in die Datei reingeschrieben wird, jetzt zeige ich mal her, da gab es doch hier, da hatten wir doch noch Erklärung offen, habe ich noch offen, wunderbar. Gib mal her die Erklärung, da, nein, das wurde nicht, es gab eine schöne Erklärung. Wo ist die Erklärung? Pack.mc. Okay. Okay. Minecraft Data Pack. Datenpaket Minecraft. Gib mir die. Ach. Data Pack. Tutorial Creating a Data Pack. Ich könnte ja auch da. Das Ding wollte ich mal haben. Das wollte ich mir kopieren. So. Format 1. Und das wäre dann das. Wie nennt sich das? Minecart. Data Pack by IndieJoeCraft. So, gespeichert. Können wir bei der Textdatei eins lesen. Dann gehen wir mal in Data rein. Dann nennen wir das ganze Ding hier mal. Genau, wir brauchen jetzt ein. Ja, komm, gib noch mal hier die Liste her. Data Pack Official Minecraft Wiki. Die Liste wollte ich haben. Ja, wie nenne ich das Ding? Namespace. Ja, die Frage ist mal, wie benennt man etwas? Ich nenne das Ding komplett Engine. Das Ding ist eine komplette Engine. Ich nenne es nur MK für Minecart. Dann habe ich weniger zu schreiben nachher. Und dann mache ich Functions. Functions. Und mache eine erste Function. Die nenne ich mal Test. Ja, Test.mc Function. Say Hello World. Und jetzt gucken wir, ob das geklappt hat. Reload. Und Function Hello World. Wunderbar. So, damit die Dame, meine Damen und Herren, haben wir schon die erste Schachtel geschafft. Wieso rede ich so komisch? Ich weiß es auch nicht. Ähnlich irritiert das. Also, wir machen nochmal Fill. Tschupp, von da bis. Ja, da muss ich mich ein bisschen gewöhnen, dass ich das mit dem Like geht. Von da bis da mit Packed Ice. Weil wir ein bisschen rumtesten werden jetzt. Also, jetzt wird es mal ein bisschen ernster. Und zwar müssen wir jetzt einen Saug bauen, einen Sog bauen.
Der sieht wie folgt aus. Wir brauchen zunächst einen Armor-Stand, von dem der Sog ausgehen wird. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz einen speziellen Armor-Stand erzeugen. Lumpy. Nein, ich gehe jetzt mal kurz. Ich lade die Seite neu, dann ist alles weg. So, ich möchte gerne einen Summon haben. Data Merge Entity. Eieieiei. Hier werden wir auch lustige Sachen vor uns haben. Armor Stand möchte ich haben. Der Armor Stand soll keinen Namen haben. Er soll aber einen Tag haben. Und zwar Test. Das ist alles. Und er soll Persistence Required haben. Wunderbar. Okay. Und er soll keine Gravitation haben. Beziehungsweise er kann Gravitation haben. Das ist dem relativ egal. Ich ihn zum Marker mache. Ich mache ihn zum Marker. Okay, gut. Also, der soll natürlich dort erstellt werden. Also holen wir uns einen Command Block. Give the Geograph Command. Command Block. Wunderbar. Zack, da kommt er rein. Und der Armor Stand wird auf Höhe des Command Blocks erstellt. Nein, der Command Block will nicht dann. Warum? Warum will er nicht? Achso, jetzt will er erst. Ha, böser Command. So. Und da steht unser Armor Stand. So, wie er guckt und so ist relativ egal. Wir müssen jetzt Folgendes machen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt Bereiche definieren. Und so einen genannten, jetzt ist das ist jetzt die Engine, die dahinter steckt. Ich möchte jetzt Folgendes erreichen. Das ist ein bisschen schwer. Ich mache das mal hiermit. 5. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Die Ice Engine. Das liegt, wenn ich auf dem Eis mich hin und her bewege. Creative. Fühlt sich das komisch an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und auch hier machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das heißt, es soll einen Sog geben. Und zwar ein Sog bestehend aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten. Das heißt, 8 verschiedene Seiten saugen etwas in diese Mitte. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir es nochmal ein bisschen anders. Und zwar, dass wir nicht so viele verschiedene Seiten brauchen, werde ich jetzt sogenannte Sogbereiche definieren. Die werden jetzt interessant angeordnet. Wir machen Folgen-Sogbereiche. Die werde ich jetzt in diesen verschiedenen Farben anordnen. Die machen wir mal in bunten, knallbunten Farben. Warum Sogbereiche? Warum das alles, werden einige von euch fragen. Ich werde euch das alles gleich erklären. So, fangen wir mal hier an. Also, erster Sogbereich ist der hier. Also machen wir von hier Fill, von da bis da mit Heißt das Ding nicht mehr Wool? Ach Gott, nee, Mojang, ehrlich. Lasst es sein, die ganzen Dinger immer wieder zu ändern. Light Blue Wool, okay, von mir aus. Und dann ist das jetzt ein eigener Block. Ja. Gut, also, blaue Wolle, schön. Dann machen wir einmal von hier, Fill, Tab, ne? Oh, ist das nervig. Ich muss mich damit noch ein bisschen ausvertraut machen. Also von da bis da. Red. Wool. Okay, die Farbe ist egal. Es kommt nicht auf die Farbe an. Dann von hier bis hier. Green. Wool. Und von hier, wie gesagt, Farbe ist egal. Aber es geht um das Prinzip jetzt. Von da bis da. Yellow. Wool. Das nervt ein bisschen. So. Also, wir haben jetzt unterschiedliche Farben und einen Mittelpunkt. Bevor jetzt irgendwelche Leute von euch anfangen werden, so, das sieht aus wie ein Hakenkreuz und so. Das ist kein Hakenkreuz. Mann. Hakenkreuz sieht ganz anders aus. Aber es geht um diesen Aufbau. Und dieser Aufbau ist nötig für das, was wir machen möchten, denn dieser Aufbau, es ist wichtig. Ich weiß, es sieht vielleicht, es könnte in schlechter Fantasie bestimmt in Anlehnung an irgendwas sein, aber das hat hier überhaupt nichts damit zu tun. Also solltet irgendwelche auf irgendwelche schmutzigen Gedanken kommen, dann haut ab, dann seid ihr nicht reif genug, meine Videos zu gucken. So, Diamond Block kommt in die Mitte. So, das ist jetzt wichtig, weil es soll so sein, dass wenn sich ein Gegenstand
Also dieses Ding kann saugen. Und solange sich ein Gegenstand in dem grünen Bereich saugt, saugt das Ding in diese Richtung, in die ich jetzt gucke. Solange das Ding im roten Bereich ist, saugt es in diese Richtung. Solange es im hellblauen ist, saugt es in die Richtung. Und solange es in diesem Bereich ist, saugt es in diese Richtung. Das heißt, wenn ich ein Boot jetzt quasi irgendwo hier hinsetze, wird es immer den Armor-Stand ansteuern und am Ende in der Mitte stehen bleiben. Das Boot wird sich immer in die Mitte des Armor-Stands bewegen. So. Das ist die Grundlage dessen. Das heißt, das müssen wir jetzt programmieren, dass das möglich ist, indem wir Motion anwenden. Und dazu müssen wir als erstes die Bereiche detektieren, in denen sich der Armor-Stand aufhält. Das heißt, wir müssen erstmal überhaupt vom Armor-Stand ausgehend diese Bereiche definieren. So, das machen wir allerdings erst im nächsten Video. Ich muss nämlich jetzt leider los. Bei mir wird es Zeit. Die Aufnahmesession endet quasi in der Session. Im nächsten Aufnahmesession werde ich damit anfangen und dann geht es so richtig ab die Post. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, euch macht das Projekt Spaß und bin mal sehr gespannt auf eure ersten Reaktionen, da ich dann gleich die ersten Videos hochladen werde zu diesem Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.